Hallo und herzlich willkommen heute zu einer Yoga-Morgenroutine für Anfänger. Wir starten ganz ruhig und entspannt auch hier im Schneidersitz auf der Matte und aktivieren uns Schritt für Schritt immer mehr durch, sodass du am Ende dieses Trainings bereit bist für den Tag. Doch bevor es losgeht, abonniere doch noch schnell unseren YouTube-Kanal, um uns kostenlos zu unterstützen und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Los geht's im Schneidersitz auf der Matte. Los geht's im Schneidersitz. Versuche, eine bequeme Sitzposition zu finden, die trotzdem aufrecht ist. Rutsch also mit dem Gesäß etwas nach hinten, streck die Wirbelsäule, roll die Schulter nach hinten, leg die Hände vorne locker ab und schließe die Augen. Wir halten hier ein paar tiefe Atemzüge. Versuche, die Atmung immer in den Bauchraum zu richten. Und lass die Schultern entspannt nach unten fallen. Mit dem nächsten Einatmen bringen wir etwas Länge in die Wirbelsäule. Schieb dein Brustbein nach oben, öffne die Brust mit dem Einatmen. Und jetzt, wenn du ausatmest, zieh den Bauchnabel rein, lass dich nach hinten fallen, nimm dein Kinn nach unten zur Brust. Runder Rücken mit dem Ausatmen. Und lange und gestreckte Wirbelsäule mit dem Einatmen. Wir nehmen tiefe Atemzüge und machen hier große Bewegungen. Einatmen, strecken und öffnen, Schulterblätter zusammenziehen. Und ausatmen, rund nach hinten fallen lassen, die Schulterblätter weg von der Wirbelsäule. Sehr gut. Das nächste Mal, wenn du aufrollst, zieh die Arme über die Seiten lang nach oben, bis neben die Ohren. Wir bringen hier Spannung rein und Länge und beugen uns mit dem Ausatmen zur rechten Seite, der linke Arm eng am Kopf vorbei, der Blick geradeaus nach vorne. Spüre die Länge, die Dehnung in deiner linken Flanke. Sehr gut. Und das nächste Mal, wenn du einatmest, zieh wieder lang zurück zur Mitte, suche hier Länge und Spannung und komm mit dem Ausatmen in die Seitneigung nach links. Der Blick wieder geradeaus nach vorne gerichtet, etwas mehr Spannung in den rechten Arm. Wir spüren die Dehnung, die Länge in der gesamten rechten Flanke, halten dabei die Brust schön geöffnet. Nächstes Mal einatmen, zurück zur Mitte. Mit dem Ausatmen senk die Arme, bring die Hände vor die Brust, schieb vom Körper weg, werd hier nochmal rund, nimm dein Kinn zur Brust. Einatmen, zieh wieder lang nach oben, such wieder Länge und aus. Hände nach vorne auf die Matte bringen. Sehr gut, wir wandern nach vorne in den Vierfüßlerstand. Die Knie etwas breiter auseinander, leg den Fußrücken ab, die großen Zehen berühren sich, schieb den Po weit nach hinten, die Arme lang nach vorne in die Stellung des Kindes. Drück beide Hände fest in die Matte, streck die Ellenbogen, schieb dein Gesäß weit nach hinten auf die Fersen, die Ellenbogen weg vom Boden, richte den Blick nach vorne zwischen die Hände. Mit dem Einatmen rollen wir mit langem Rücken auf, quasi in den Vierfüßlerstand. Mit dem Ausatmen roll rund zurück, Bauchnabel rein, Kinn zur Brust. Genauso noch zweimal, Blick nach vorne. Mit dem Einatmen Brustbein heben, lang aufrollen. Ausatmen, zurück mit rundem Rücken, mit dem Po weit nach hinten auf die Fersen in die Stellung des Kindes. Einmal noch dynamisch, genauso. Einatmen, die streckende Bewegung. Und ausatmen, die schließende Bewegung. Achtung, andersrum. Kinn bleibt auf der Brust. Wir rollen mit rundem Rücken auf, atmen dabei ein. Oben angekommen, richte den Blick nach vorne, langer Rücken, ausatmen, zurück mit dem Po auf die Fersen. Zweimal noch genauso, große Bewegung. Es geht hier um die Wirbelsäule,
darum, viel Bewegung zwischen die Wirbelkörper zu bringen. Eine große Wiederholung noch. Rund aufrollen, einatmen. Und lang abrollen mit dem Ausatmen. Der Blick bleibt nach vorne gerichtet. Wir rollen wieder auf. Diesmal lösen wir die Unterschenkel. Legt die Unterschenkel hüftbreit ab. Lass die Hüfte senken. Die Ellenbogen bleiben gestreckt. Streck dich. Brustbein heben im heraufschauenden Hund. Und jetzt geht's mit dem Ausatmen wieder zurück in die Stellung des Kindes. Zweimal noch genauso. Blick nach vorne. Einatmen, aufrollen. Ausatmen, Unterschenkel ablegen, Hüfte senken lassen. Einatmen, streckende Bewegung. Und ausatmen, zurück in die Stellung des Kindes. Sehr gut. Eine Wiederholung noch. Einatmen, wir rollen auf. Ausatmen, wir senken sanft ab. Einatmen, kraftvoll strecken. Und ausatmen, zurück in die Stellung des Kindes. Sehr gut. Wir rollen wieder auf. Diesmal stell beide Füße hüftbreit auf. Schieb dein Gesäß weit nach oben. Wir kommen in den herabschauenden Hund. Zieh hier die Fersen tief, gerne im Wechsel, jeweils das andere Knie immer beugen. Die Finger bleiben gespreizt, der Rücken bleibt schön lang. An den Hüften zieht dich jemand hoch. Zwischen den Schulterblättern drückt dich jemand sanft nach unten. Dann zieh auch beide Fersen mal gleichmäßig nach unten. Erst nochmal die eine Seite, dann die andere und gleichmäßig tief ziehen. Streck dein rechtes Bein lang nach oben. Wir gehen einen großen Schritt mit dem rechten Fuß nach vorne, linkes Knie kommt auf die Matte. Sehr gut, richte dich hier erst einmal auf. Nimm die Arme lang über Kopf. Tauch nach vorne ein, bring die Fingerspitzen auf die Matte, strecke dein hinteres Bein und strecke dein vorderes Bein. Sehr gut. Beweg dich wieder nach vorne, bring beide Knie auf die Matte, senk die Hüfte, roll dich wieder auf mit dem Einatmen. So nochmal, ausatmen, eintauchen. Einatmen, beide Beine strecken. Ausatmen, tief, Knie auf die Matte, einatmen, Rückbeuge. Sehr gut. Einmal noch. Ausatmen, eintauchen. Einatmen, beide Beine strecken. Ausatmen, nach vorne schieben. Diesmal bleibt das hintere Bein gestreckt und wir rollen uns auf in Krieger 1. Perfekt. Halte hier einen Moment. Das vordere Knie schiebt nach vorne, das hintere Bein ist eher gestreckt, der Blick nach vorne gerichtet. Spannung bis in die Fingerspitzen. Mit dem nächsten Ausatmen komm in Krieger 2, dreh deinen hinteren Fuß parallel zur kurzen Mattenkante. Das vordere Knie bleibt nach vorne ausgerichtet, der Blick geht über den vorderen Mittelfinger nach vorne. Sehr gut, schieb dich hier vielleicht nochmal etwas tiefer. Komm dann mit dem Einatmen kurz in die Rückbeuge zum gestreckten Bein und roll mit dem Ausatmen nach vorne ab. Wir kommen in die Drehung nach rechts, die linke Hand bleibt am Boden, den Handrücken bring auf die Hüfte, drehe einmal die Schulter ein. Dreh wieder lang nach oben, bring die Fingerspitzen auf die Matte und es geht zurück in den herabschauenden Hund, sehr gut. Atme hier alles aus, drück dich tief, drück dein Brustbein tief, drück die Fersen tief, spür die Dehnung, roll mit dem Einatmen weit nach vorne auf die Hände, bring gern die Knie auf die Matte oder auch nicht, komm mit dem Ausatmen tief, Fußrücken auf die Matte bringen, einatmen, heraufschauender Hund und mit dem Ausatmen schieb dich zurück in den herabschauenden Hund, sehr gut. Zieh hier nochmal beide Fersen tief. Streck dann dein linkes Bein mit dem Einatmen lang nach oben. Geh einen großen Schritt mit links nach vorne, rechtes Knie auf die Matte. Wir richten uns auf in den Deep Lunge, Arme über Kopf, der vordere Fuß fest am Boden. Sortiere dich hier einmal kurz, finde die Stabilität und los geht's dynamisch. Ausatmen, wir tauchen nach vorne ein. Einatmen, beide Beine strecken. Schieb dich hier nochmal etwas tiefer und dann langsam nach vorne, Knie auf die Matte, einatmen, wieder in die Rückbeuge. Genauso geht's weiter, noch zweimal. Ausatmen, eintauchen. Einatmen, beide Beine strecken. Nächstes Mal ausatmen, Knie auf die Matte bringen.
Einatmen, wieder hier in die Rückbeuge strecken. Super, eine Wiederholung noch. Ausatmen, eintauchen. Einatmen, streckende Bewegung. Ausatmen, wieder tief senken lassen. Das hintere Bein bleibt gestreckt. Einatmen, wir rollen uns auf in Krieger 1. Halten hier einen kleinen Moment. Streckt die Wirbelsäule, Spannung bis in die Fingerspitzen. Das vordere Knie strebt nach vorne. Suche hier nochmal die Länge mit dem Einatmen und komm dann mit dem Ausatmen in Krieger 2. Der hintere Fuß parallel zur kurzen Mattenkante. Das vordere Knie schiebt nach vorne. Achte auf dein vorderes Knie. Das neigt immer so dazu, nach innen zu fallen. Wir drücken das eher nach außen. Ausatmen nochmal tiefer in Krieger 2. Einatmen in die Rückbeuge und aus. Roll nach vorne ab. Bring die rechte Hand auf die Matte. Hier wieder tief halten, Rotation nach links, bring den Handrücken auf die rechte Hüfte. Blick über die Schulter nach oben gerichtet. Wieder im großen Kreis zurück, Fingerspitzen auf die Matte und zurück in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Drück dein Brustbein nochmal tief, spür die Dehnung, atme alles aus, was du hast. Roll mit dem Einatmen weit nach vorne, Knie auf die Matte bringen oder nicht, ausatmen tief. Einatmen, Kobra oder heraufschauender Hund, öffne die Brust und ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Sehr gut, drück dich hier nochmal tief in die Dehnung hinein. Dann wollen beide Füße nach vorne, mit rechts, mit links, zwischen die Hände, die Füße hüftbreit auseinander, in die ganze Vorbeuge, lass hier locker fallen, Blick durch die Beine durch. Roll langsam Wirbel für Wirbel auf. Lass die Schultern locker hängen. Lass den Kopf locker hängen. Schritt für Schritt rollen wir uns hier nach oben auf. Oben angekommen, zieh die Arme über die Seiten, lang über Kopf. Mit dem Ausatmen senkt die Arme neben den Körper. Schließ hier nochmal einen Moment die Augen. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier. Und öffne dann die Augen, zieh die Mundwinkel nach oben. Sehr gut. Ich hoffe, diese Yoga-Morgenroutine hat dir gut getan und dass du dich jetzt fit und bereit für den Tag fühlst. Wenn ja, dann lass mir gerne ein Like auf dieses Video da. Kommentiere auch gerne dieses Video und gib mir Feedback, wie es dir gefallen hat. Und wenn du noch nicht genug hast, hier sind zwei weitere Videoempfehlungen von uns. Sei beim nächsten Mal wieder dabei. Bis bald.